Eine Anwendung des Supervised Machine Learning ist die Vorhersage mit Hilfe von Modellen. Die einfachsten Modelle, die wir bilden können, sind lineare Modelle, die wir auch schon aus der Statistik kennen als Ausgleichsgerade. Als Beispiel in diesen Folien betrachten wir Daten, in denen wir uns um eine Marketingentscheidung kümmern. Wir haben Daten über Marketingbudgets für drei Medien, nämlich TV, Radio und Zeitung. Und jemand fragt uns, wie man denn diese Mittel einsetzen kann. Wir haben über 200 verschiedene Märkte, Daten über die Höhe der Marketingbudgets in diesen drei Medien und die Verkaufszahlen in diesem Markt. Die große Frage ist jetzt, wie können wir, ohne die Summe des Marketingbudgets zu verändern, diese drei Medien so einsetzen, dass die Verkaufszahlen möglichst hoch sind. Das heißt, Fragen, die sich jetzt hier stellen, die wir klären müssen, sind Fragen wie: Gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen dem Marketingbudget und den Verkaufszahlen? Das würden wir sehr stark vermuten und ein Modell, das wir aufstellen, sollte unsere Vermutung auch bestätigen. Wenn ja, wie stark ist denn dieser Zusammenhang? Welche dieser Medien tragen wie stark zu den Verkaufszahlen bei? Wie genau können wir das eigentlich zukünftig vorhersagen mit unserem Modell? Ist der Zusammenhang linear, wie wir ihn jetzt hier aufstellen werden? Oder ist der Zusammenhang vielleicht doch eher nicht linear? Und gibt es Synergieeffekte zwischen den Medien? Das heißt, können wir sie getrennt betrachten oder müssen wir Kombinationen der Medien betrachten? Wie bereits schon gesagt, Regression, lineare Ausgleichsrechnung kennen wir schon aus der Statistik. Wir machen jetzt erst einmal etwas Notation. Wir gehen, falls wir lineare Modelle aufbauen, natürlich davon aus, es gibt einen Zusammenhang und den formulieren wir sozusagen als echtes Modell. Und die Parameter für unsere Gerade, die nennen wir Beta 0 und Beta 1, das heißt, wir haben den Achsenabschnitt Beta 0 und die Steigung Beta 1. Das ist sozusagen unser Modell, wie hier im Bild auch die Fotografie unseres schiefen Turms von Pisa. Das heißt, wir haben eine lineare Regression, ein lineares Modell. Das heißt, wir können ein quantitatives Merkmal mit einer quantitativen Einflussgröße x vorhersagen, indem wir eben sagen, y ist ungefähr Beta 0 plus Beta 1 mal x. Und für unser Beispiel würde das eben heißen, wir beschreiben den Zusammenhang zwischen Fernsehbudget und den Verkaufszahlen durch die Sales. Die Verkaufszahlen sind ungefähr Beta 0 plus Beta 1 mal das Budget TV. Das werden wir nur schätzen können. Auf der Basis der Daten, die wir vorliegen haben, werden wir ein Modell bauen und damit eben schätzen. Wir werden gar nicht die exakten Beta 0 und Beta 1 berechnen können. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Und als Notation halten wir jetzt mal fest, dass wenn wir ein Dach über Größen haben, wie hier bei Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal x, dann haben wir eine Schätzung in einem Modell. Wenn wir diese Beta 0 und Beta 1 geschätzt haben aufgrund unserer Daten, dann können wir natürlich ein x in dieses lineare Modell auf der rechten Seite einsetzen und erhalten dann eben eine Vorhersage, die aufgrund der Parameter Beta 0 Dach und Beta 1 Dach eben auch als Y Dach bezeichnet wird, im Gegensatz zu den Y-Werten, die wir in den Daten vorliegen haben. Wir können uns die Daten in einem Streuungsdiagramm ausgeben lassen. Hier sehen wir, auf der x-Achse haben wir die Werte für TV, unsere Einflussgröße, und Sales haben wir auf der y-Achse aufgetragen. Wenn wir uns jetzt
dieses Streuungsdiagramm ansehen, dann sehen wir schon, dass natürlich gibt es kein exaktes lineares Modell, aber die Punkte liegen durchaus so, dass wir entscheiden können, jetzt einfach mal damit weiter zu machen. Wie berechnen wir ein solches lineares Modell? Wir machen sogenannte lineare Ausgleichsrechnungen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir unsere Punkte, das sind jetzt hier immer noch diese Endpunkte dieser Linien, die Sie hier sehen, und wir berechnen die Parameter, den Achsenabschnitt und die Steigung für die Gerade hier so, dass die Summe der Quadrate aller diese Linien, das heißt die Linie, die beginnt in dem Punkt XY, die wir sozusagen hier haben für diesen TV-Wert, und suchen entsprechend den gleichen Wert mit dem gleichen x-Wert hier auf der Gerade. Alle diese Längen quadrieren wir, summieren sie auf und wir können dann mit Hilfe von Differentialrechnungen Beta 0 und Beta 1 so bestimmen, dass die Summe aller dieser Quadrate minimal ist. Dann erhält man mit etwas Differentialrechnung die folgenden Formeln. Das Beta-1-Dach ist dann einfach gegeben durch den Quotient dieser beiden Summen. Wir sehen hier, da geht der Mittelwert von x und der Mittelwert von y ein und ansonsten die x und y-Werte. Das heißt, für unser konkretes Beispiel eben TV und Sales. Beta-0-Dach wird so bestimmt, dass diese Ausgleichsgerade, die wir bestimmen, durch den Punkt x quer, y quer geht. Wenn wir das durchführen für unser Beispiel, dann bekommen wir als Lösung Beta 0 Dach 7,03, Beta 1 Dach ist 0,0475. Die Werte für TV und Sales sind so angegeben, dass die Budgets sind 1000 Dollar und die Verkaufszahlen in 1000 verkauften Einheiten angegeben sind. Das heißt, wenn wir unser Modell aufstellen und sagen, okay, Sales ist eben 7,03 plus 0,0475 mal TV, bedeutet das, wenn wir 1000 Dollar mehr in das TV-Budget hineinstecken, dann werden wir 47,5 mehr Einheiten verkaufen und haben damit unsere erste Vorhersage auch schon aufgestellt. Die Gerade können wir natürlich auch grafisch darstellen. Sehen wir hier die Punkte in unserem Datensatz streuen um diese Gerade, aber wir haben auf jeden Fall ein lineares Modell aufgestellt. Jetzt wollen wir uns Gedanken über die Qualität dieses linearen Modells machen. Wir haben ja eben schon das Streuungsdiagramm gesehen und jetzt gehen wir dazu über, hier sehen wir nochmal das Streuungsprogramm, uns nochmal den Ausgangspunkt zu nähern und sagen, okay, wir sind davon ausgegangen, wir haben eine beeinflusste Größe y und die hängt natürlich nicht exakt linear von x ab, weil wir außer dieser Einflussgröße x, TV-Budget war das in unserem Beispiel, die viele andere Einflussparameter haben, die wir vielleicht gar nicht kennen, sodass wir einfach sagen, wir machen dieses ganz einfache Modell. Das formulieren wir so, indem wir sagen, okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen y und x. Das ist Beta 0 plus Beta 1 mal dieses x. Und darauf wird noch eine Zufallsvariable Epsilon addiert mit Erwartungswert 0 und Variant Sigma Quadrat. Das könnte Rauschen sein oder eben alle anderen Einflussparameter, die wir jetzt nicht modellieren können. Bei der Berechnung von Beta 0 Dach und Beta 1 Dach, da haben wir ja schon die Residuen betrachtet. Das waren gerade jedes EI. Was wir hier sehen, ist gerade die Länge einer dieser vielen Strecken, die wir vorhin schon mal hatten. Wir sehen uns das Bild gleich nochmal an. Das heißt, diese Abweichung zwischen Y-Dach, dem vorhergesagten Werk für XI und Y-I, das war der Wert, den wir wirklich im Datensatz hatten. Das nennen wir Residuen. Hier sehen wir es nochmal. Alle diese Linien sind gerade eben alle Residuen und wir haben die Parameter so bestimmt, dass die Quadrate der Längen aller dieser Residuen eben minimal
wurde. Es gibt mehrere grafische Darstellungen, mit denen wir die Qualität eines Linearmodells beurteilen können. Eines davon ist der sogenannte Residualplot. Das heißt, wir stellen jetzt in einem Streuungsdiagramm, für die x-Werte nehmen wir immer noch tv, aber auf der y-Achse tragen wir jetzt eben diese EIs, die Residuen, auf und tragen auch die Nulllinie ein, die wir hier sehr schön sehen. Das heißt, wir transformieren, wenn man so will, unser Streuungsdiagramm, was wir schon hatten, in diese Lage. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dieses Epsilon, was wir hatten, wenn das jetzt wirklich eine Zufallsvariable ist, dann würde man ja wahrscheinlich sagen, na gut, das ist eben normal verteilt, das heißt, es streut zufällig. Auf keinen Fall wollen wir eigentlich hier Muster sehen, wie eine Sinuslinie oder eine Parabel. Das heißt, dieses Bild hier würden wir durchaus noch so interpretieren, dass wir sagen, okay, es gibt natürlich ein Epsilon, aber das ist, wie das aussieht, eventuell wirklich eine Zufallsvariable. Eine andere grafische Darstellung ist ein sogenannter QQ-Plot. QQ steht für Quantil und Quantil. Das heißt, wir tragen auf der x-Achse die theoretischen Quantile einer Normalverteilung auf und auf der y-Achse die Quantile, die wir durch das lineare Modell bekommen. Und wenn wir ja wirklich eine Zufallsvariable Epsilon da sozusagen noch drauf addieren müssen, um wirklich das Y zu bekommen, dann würden wir erwarten, dass diese Quantile auch nicht zu weit und vor allem auch nicht ohne Muster von den Quantilen der Normalverteilung abweicht. Hier sehen wir in grün alle Punkte, wenn wir exakt wirklich eine Normalverteilung hätten, müssten alle Punkte, die wir hier berechnet haben, auf dieser grünen Linie liegen. Tun sie nicht exakt, aber es ist auch nicht wirklich ein Muster erkennbar hier in der Mitte, nicht hier links, rechts, haben wir schon ein paar Abweichungen. Aber das Modell ist zumindest mal so, dass wir damit weiterarbeiten können. Wir schauen jetzt mal ein anderes Beispiel an, ein Streuungsdiagramm, ein sehr, sehr kleines. Ja, das sind jetzt Punkte, wo man schon eher sagen würden, naja gut, da eine Gerade durchlegen können wir, aber das sieht ja vielleicht mehr aus wie Punkte, die eigentlich auf einer quadratischen Parabel liegen, aber wir können jetzt einfach unser Beta 0 und Beta 1 Dach berechnen, das ist überhaupt kein Problem. Und dann sehen wir hier das Ergebnis davon. Die konkreten Werte interessieren jetzt vielleicht gar nicht. Und wenn wir jetzt von diesem Streuungsdiagramm und dem linearen Modell wieder den Residualplot erstellen und dann erkennen wir schon natürlich so eine Abweichung. Hier im linken Bereich sind sie alle oberhalb, dann sind sie unterhalb, dann sind sie wieder oberhalb. Also allein schon an diesem Residualplot würden wir eventuell sagen, also das stimmt mit dem linearen Modell, das kann nicht so funktionieren, das stimmt fast nicht. Ähnlich wird es beim QQ-Plot. Hier sehen wir einfach auch sehr, sehr große Abweichungen. Also wir können damit auch eine Entscheidung treffen aufgrund von dem Bild. Ob das lineare Modell wirklich geeignet ist oder ob das Epsilon, die Varianz dieses Epsilon so groß ist, dass man davon ausgehen muss, wir haben einfach Einflussgrößen zu stark vernachlässigt. Jetzt wollen wir uns mit Hilfe der Statistik der Frage nähern, wie gut das lineare Modell ist, das wir aufgestellt haben. Und dazu simulieren wir jetzt einen Datensatz. Wir haben einen exakten Zusammenhang, eine Modellgerade 2 plus 3 mal x. Hier sehen wir schon eine grafische Darstellung. Das heißt, wir gehen von einer Situation aus, in dem wirklich Epsilon gleich 0 ist. Und jetzt erzeugen wir einen Datensatz, der nicht aus den exakten x- und y-Werten auf der Geraden besteht, sondern wir stören die y-Werte, indem wir eine normal verteilte Zufallsvariable mit Hilfe eines Pseudo-Zufallszahlengenerators drauf addieren mit Standardabweichung 4. Dann erhalten wir diese Punktewolke, wo man immer noch sagen kann, ja, da würden wir doch schon davon ausgehen, wir können wahrscheinlich ein lineares Modell machen. Aber natürlich liegen alle diese Punkte nicht mehr auf einer Geraden. Das können wir dann machen. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, jetzt können wir sozusagen die Modellgerade, das exakte Modell, eben noch dazu
packen und können das jetzt mit dem Ergebnis der Regression vergleichen. Hier sehen wir das gerade in einem Streuungsdiagramm, wieder die Punkte, die wir durch die durch den Zufallszahlengenerator bekommen haben, die Modellgerade, hier wieder in dieser braunen Farbe, und hier ist jetzt einfach mit der Auslassrechnung berechnet. Die Regressionsgerade, die Auslassgerade liegt auch nicht sehr weit weg, aber es war natürlich nicht zu erwarten, dass wir das exakte Modell schätzen können. Was wir jetzt machen ist, wir machen es einfach mehrfach, zum Beispiel 10 Mal. Dann werden wir für jeden Durchgang, werden wir hier diese Punkte neu sozusagen erzeugen aus der Modellgerade. Ja, wir machen einfach ein Monte-Carlo-Experiment. Das bedeutet dann auch, dass wir für jede dieser 10 Simulationen eine andere Gerade erhalten. Wenn wir jetzt mal die Punkte weglassen, sehen wir hier in grün, das ist jetzt immer noch unsere Modellgerade, und für jede unserer 10 Simulationen erhalten wir eine andere Ausgleichsgerade, ein anderes lineares Modell. Das heißt, diese linearen Modelle, die wir jetzt bekommen, die streuen um diese exakte Modellgerade. Das sollte Sie jetzt etwas an die Statistik erinnern. Dort haben wir mit Hilfe von Punktschätzern zum Beispiel das arithmetische Mittel, als Punktschätzer haben wir den Erwartungswert einer Zufallsvariablen geschätzt. Und da haben wir dann auch festgehalten, natürlich hängt diese Schätzung des Erwartungswert von der Stichprobe ab, für die wir das arithmetische Mittel berechnet haben. Haben wir eine neue Stichprobe, erhalten wir eine neue Schätzung. Das heißt, dieser Punktschätzer ist eigentlich immer falsch, so dass wir dann dort in der Statistik den Weg gegangen sind und haben Intervallschätzungen konstruiert. Das heißt Prognoseintervalle mit einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit. Und genau diesen Ansatz wollen wir jetzt auch hier auf das lineare Modell übertragen, um dann damit auch die Qualität dieses linearen Modells besser einschätzen zu können. Gut, jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie wir hier Intervallschätzungen bekommen, Prognoseintervalle mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit für unsere beiden Parameter Beta 0 und Beta 1. Wir gehen ja davon aus, wenn wir die exakt hätten, hier Beta 0 plus Beta 1 mal x plus eben eine Zufallsvariable, in die wir alles andere hineinstecken, was wir nicht modulieren können durch dieses lineare Modell. Und Epsilon hat einen Erwartungswert von 0 und das Varianz immer Sigma Quadrat nennen. Intervallschätzungen können wir aufbauen in der Statistik, indem wir Quantile der T-Verteilung oder der Standard-Normal-Verteilung verwenden, und wir benötigen die Varianz oder die Standardabweichung. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Schätzungen oder Angaben, wenn wir Sigma Quadrat kennen, wie groß denn die Varianzen für Beta 0 und Beta 1 sind. Das heißt, Sigma 0 zum Quadrat, damit bezeichnen wir gerade Beta 0, Sigma 1 zum Quadrat, das ist gerade die Varianz von Beta 1. Und dann sehen wir hier, dass die Varianz von Beta 0 Sigma Quadrat, das heißt die Varianz unserer Zufallsvariablen Epsilon plus diese Klammer ist. Hier sehen wir auch schon, wenn n immer größer wird, dann wird dieser Term hier immer kleiner, und für Sigma 1 zum Quadrat ist es gerade das hier. Hier gehen einfach die x-Werte hinein. Also Beispiel wird das gerade tv, und hier ist der Mittelwert aller dieser Werte. Und Sigma Quadrat geht immer ein. Jetzt werden Sie sich zu Recht fragen, woher kenne ich denn bitte Sigma Quadrat? Da stecke ich ja alles rein, was ich nicht modellieren kann, was ich nicht kenne. Das können wir aber schätzen. Das ist ein Ausdruck, den man dann auch Residual Standard Error im englischen Sprachraum nennt, abgekürzt einfach RSE. Das ist hier das Ausdruck, der auf der rechten Seite steht, einfach die Wurzel aus der Summe der quadratischen Abweichungen zwischen den Yi-Werten, das heißt die Sales-Werte im Beispiel, und dem Mittelwert dieser Werte, dividiert durch n minus 2. Das heißt, wenn wir Sigma Quadrat nicht kennen, setzen wir das hier ein und können dann mit den altbekannten Methoden der Intervallschätzung Prognoseintervalle für unsere Parameter aufstellen. Wir nehmen jetzt der Einfachheit halber immer 0,95 als Wahrscheinlichkeit, das heißt 5% Irrtumswahrscheinlichkeit, und dann würden wir eigentlich die T-Verteilung verwenden müssen mit n minus 2 Freiheitsgraden. Und wenn n groß genug ist, ersetzen wir die
T-Verteilung durch die Standard-Normalverteilung, dann kommt dafür diese Wahrscheinlichkeit 1,96 raus und die setzen wir jetzt einfach durch die 2 und dann ist das auch viel besser zu merken. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 95% liegt unser exakter Wert Beta 1 in dem Intervall Beta 1 minus 2 mal Sigma 1 und Beta 1 plus 2 mal Sigma 1 und für Beta 0 kriegen wir die ähnliche Aussage, eben nur Beta 0 Dach minus 2 mal hier die Standardabweichung von Beta 0 und Beta 0 Dach plus 2 mal die Standardabweichung von Beta 0. Für das konkrete Beispiel heißt das jetzt, dass das exakte Beta 0 in unserem Modell zwischen 6,13 und 7,94 liegt, das ist der Achsenabschnitt, und die Steigung Beta 1 liegt mit Irrtumswahrscheinlichkeit 5% zwischen 0,042 und 0,053. Das können wir jetzt interpretieren, verbal beschreibend immer sagen, ohne Marketing, das heißt, wenn TV gleich 0 ist, dann werden wir Verkaufszahlen zwischen 6.130 und 7.940 Einheiten vorliegen haben, mit 95% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn wir das 100 Mal ausführen würden, messen würden, dann würden wir eben 5 Mal etwas bekommen, was nicht in diesem Intervall liegt. Und für jeden Einsatz von 1000 Dollar im TV-Budget, wir haben ja hier immer in Tausenden von Einheiten gedacht, dann werden die Verkaufszahlen durchschnittlich mit 95% Wahrscheinlichkeit zwischen 42 und 53 Einheiten ansteigen. Das können wir dazu nutzen, um jetzt auch, wenn wir Prognosewerte haben, das heißt, wir haben Beta 0 Dach, wir haben Beta 1 Dach, wir setzen jetzt einen Wert für TV ein und dann können wir das Ergebnis, was wir dann für Sales bekommen, als Vorhersage verwenden und dann natürlich sind auch diese Vorhersage wieder mit einem Prognoseintervall behaftet. Das heißt, wir haben hier in der Mitte unsere Gerade, das heißt Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal x und hier habe ich jetzt einfach mal für alle oder sehr, sehr viele x-Werte sozusagen jetzt hier genau für einen x-Wert untere und obere Grenze des Konfidenzbereichs, des Prognoseintervalls mit Irrtumswahrscheinlichkeit 5% für die Vorhersage eingetragen. Jetzt wollen wir Hypothesentests verwenden, und zwar um die Qualität des linearen Modells zu untersuchen. Und für einen Hypothesentest stellen wir immer eine Nullhypothese auf, wir stellen eine Gegenhypothese auf, wir legen eine Irrtumswahrscheinlichkeit fest. Dafür verwenden wir jetzt immer 5% Irrtumswahrscheinlichkeit, so wie schon bei den Intervallschätzungen, und berechnen dann eine Statistik. Diese Statistik ist in unserem Beispiel T verteilt mit n minus 2 Freiheitsgraden, n ist die Anzahl der Punkte, die wir haben. Und dann fragen wir uns, wie wahrscheinlich ist denn jetzt, wenn H0 stimmt, der Wert für diese Statistik? Und wenn diese Wahrscheinlichkeit zu gering ist, dann verwerfen wir H0. Als Nullhypothese, hier sehen wir das schon auf der Folie, stellen wir die Hypothese auf, es gibt keinen Zusammenhang zwischen x und y, also Beta 1, die Steigung, 0. Wenn H0 korrekt ist, gilt dann eben Epsilon ist ungefähr Beta 0 plus diese Zufallsvariable Epsilon. Das heißt, das ist ein konstanter Wert plus Rauschen. Die Gegenhypothese ist dann natürlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen x und y. Das heißt, Beta 1 ist ungleich 0. Okay. Hier sehen wir dann schon die Ausgaben für unser Beispiel. Auch schon angelehnt an die Darstellung, die wir dann in R auch haben werden, das heißt Achsenabschnitt und TV, das heißt Beta 0 und Beta 1 ist das. Hier sehen wir wieder die Werte von Beta 0 Dach und Beta 1 Dach, wie wir sie schon festgehalten hatten. Hier ist die Irrtumswahrscheinlichkeit auch nochmal aufgeschrieben, ganz wichtig. Hier sind gerade die Standardabweichungen für unsere beiden berechneten Parametern. Hier sind die Werte dieser T-Statistik angegeben. Und der P-Wert, der P-Value sagt einfach an, wenn H0 stimmt, wie wahrscheinlich ist denn dieser Wert für die Statistik? Und hier sehen wir, der ist extrem unwahrscheinlich, der ist kleiner als 10 hoch minus 4, sehr, sehr viel kleiner als die 5%.
Und das führt bei dem Hypothesentest, den wir durchführen, dazu, dass wir die Nullhypothese verwerfen für beide, sowohl für den Achsenabschnitt, da hätte man ja auch sagen können, Beta Achsenabschnitt ist 0, als auch für TV. Das heißt, wir gehen jetzt hier mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% davon aus, dass es ein lineares Modell gibt und dass wir das sinnvoll verwenden können. Um jetzt mal die Genauigkeit des Modells nochmal abzuschätzen, auch das sind dann wieder Größen, die wir in R später auch ausrechnen können, haben wir ja schon diese Größe RSE verwendet, um die Varianz von Epsilon zu schätzen, wenn wir sie nicht kennen. Das ist so die durchschnittliche Abweichung des aufgestellten Modells von der exakten Regressionsgerade. So kann man sich das vorstellen. Und das können wir jetzt hier in dem Beispiel natürlich wieder ausrechnen, bekommen wir einen Wert von 3,26. Dieser Wert hat aber den gleichen Nachteil wie den wir schon in der Statistik bei der Kovarianz hatten. Dieser Wert ist wie die Kovarianz einfach von dem konkreten Problem, von den Größenordnungen abhängig, was natürlich sehr, was eine Einschätzung und eine Verwendung dieses Werts erschwert. Und in der Statistik hatten wir dann schon Korrelationskoeffizienten aufgestellt und bei der Regression hat man das Bestimmtheitsmaß berechnet, was dann eine Zahl ist zwischen 0 und 1. Das ist also nicht von der Problemgröße abhängig. R² gleich 0, gibt keinerlei Erklärung der Varianzen in den Daten durch das lineare Modell. 1 ist sozusagen genau das Gegenteil. Und für unser Beispiel hier erhalten wir, das heißt TV und Sales, ein Bestimmtheitsmaß von 0,612, was auch wieder darauf hindeutet, dass wir durchaus mit diesem linearen Modell arbeiten können.